Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Wir sehen es hier, das letzte Race im modernen Hot Hatch FWD Front Wheel Drive. Es geht nach Sebring, USA. Das letzte Rennen, das heißt, es gibt dann wohl ein Fahrzeug wieder zu wählen für die nächste Meisterschaft. Aber jetzt schauen wir uns erstmal, was uns am Sebring Raceway erwartet. Führt uns auf den historischen Sebring International Raceway. Historisch hin, historisch her. Gibt mir etwas mehr. So, schauen wir mal. Mit dem Ford Focus RS bin ich ja sehr zufrieden. Fährt sich ausgesprochen gut, hat ordentlich Biss, liegt recht gut auf der Straße. Also bis jetzt hat er mich sehr gut begleitet durch meine Karriere hier. Mal gucken, wie es jetzt hier zur Sache geht. Sieht man ja auch eine recht flotte Strecke mit ein paar bösen Kurven drinnen. Wir fahren über den Full Circuit. Volle Länge, volle Strecke. Schauen wir kurz bei den drei Wörtern, oh, Schwierigkeit nicht, sondern bei der Startaufstellung, welche der Freunde hier mit dabei sind. Was haben wir hier? Bis zu Platz 11 kenne ich alle und dann war es schon wieder vorbei. Ja, man, seit dem letzten Mal sagen sie mir sowas, aber es sind jetzt nicht Leute, die ich jetzt so persönlich wirklich kenne. Macht nichts, freut mich trotzdem, dass sie dabei sind. So, Modern Hot Hatch, FED, Rundstreckenrennen, 2 Runden. Ich habe gerade mit Mackie ein bisschen diskutiert bei TeamSpeak, dass es ein bisschen schade ist mit diesen Streckenlängen, weil es einfach zu kurz, dass das Ganze überhaupt Sinn macht. Also diese Sache mit Reifenverschleiß und Treibstoff spielt ja bei diesen 2 Runden genau überhaupt keine Rolle. Also es wäre schon schöner, wenn sie da ein bisschen was gemacht hätten, was man einstellen kann, so ein bisschen nach realistischen Rundenzeiten oder also nach realistischen Rundenanzahlen. Ah, schade, ich schalte mich schon wieder hin. Na klar. Gedränge ohne Ende. Also es wäre schon schön, dass man ein bisschen länger rennen hätte, weil diese 5-Minuten-Races sind wirklich ein bisschen eine öde Geschichte. So, jetzt macht es mir Platz da vorne. Über die Driver-Tage ein bisschen diskutiert. Wir sind uns einig gewesen, lieber wäre es uns gewesen, wenn Turn 10 eine ordentliche KI programmiert hätte. Alles für diese Driver-Tage, auch wenn das jetzt technisch sich sehr gut anhört und so, aber man sieht ja die Races. Also, der Master hat noch ist. Ah, scheiße. Au. Wo schlittert denn das Auto? Hallo, was ist los mit dir? Wo fährst du noch hin? Warte, das müssen wir mal neu starten, das kann es nicht sein. Auch mit dem Master habe ich gesprochen letztes Mal. Er sagt da, also, ob ich jetzt offline fahre oder online fahre, spielt an und für sich keine Rolle mehr. Du wirst genauso von der Straße gerammt, also spielt es keine Rolle. Also, es ist so, früher haben wir gesagt, bevor es Firma gesagt, ja, Online-Rennen brauchst du nicht fahren, so mit irgendwelchen Öffis, weil das kannst du eh vergessen, weil das eh nur bei der ersten Kurve scheppert und dann sind eh alle weg. Ja, und das hast du jetzt auch hier bei der Karriere offline. Dank der Driver-Dare. Also, das ist jetzt schon. Ach ja, ein bisschen eine mühselige Geschichte, aber gut, vielleicht kommt da auch noch ein Patch, wo es dann heißt, weil was die Driver-Tare teilweise ausführen, kann man keiner erzählen, dass es die Leute in Wirklichkeit auch machen. Also nicht zu wenig oft haben wir gesehen, dass auf der Geraden, also wirklich auf der Geraden, der Driver da plötzlich voll den Haken nach rechts schlägt und teilweise den Haken auch so schlägt, den man eigentlich gar nicht fahren könnte, also zumindest nicht so fahren könnte, dass das Fahrzeug noch auf der Strecke bleiben würde. Also da ist sicher irgendwie ein bisschen Teufelswerk mit dabei. Schaut, der berührt mich ein bisschen und schon ist die Scheibe hin. Schaut jetzt an, was da abgeht, wie es da abgeht. Also das ist echt zum Würgen. Geh weg da. Ich weiß nicht, wer den da rüber schiebt. Das ist reines Gedusche, Gedrängel, Geschepper. Das ist echt zum Kotzen. Wenn das Ganze mal vorbei ist, dann ist eh wieder halbwegs in Ordnung. Dann kannst du wenigstens wieder fahren. Aber bis soweit ist, dann muss ich dann aufpassen. Hinten, schau jetzt an, was da abgeht. Schaut das Spiel. Hallo? Ja, das ist halt. Wirk. Es ist wirklich so, als wenn du einfach ganz normales Online-Rennen fahren würdest mit irgendwelchen Randoms. Genau dasselbe Scheiß, ja. Hast vergessen. Aber jetzt schauen wir, dass wir trotzdem hier vorbeikommen. Als die Seitenscheibe hin ist, ist ja, schaut so spektakulär aus, aber ist mir im Prinzip wurscht. Rechts brauche ich nicht rausschauen, muss ich vorne rausschauen.
Schauen wir lieber, dass wir uns da vorarbeiten können, weil die Hälfte, also gut die Hälfte, über die Hälfte von dieser Runde haben wir schon hinter uns. Das heißt, es gilt noch ein bisschen zu arbeiten, dass ich da... Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Was macht denn ihr? Es ist ein permanentes Geschiebe, Gekresche, Gedrängel, ohne einen Anschein, dass man mal ahnen könnte, dass da vielleicht ein bisschen Racing dahinter steckt. Was ist mit dem Auto los? Wo zieht denn das hin? So, auf Platz 6 momentan unterwegs, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber weit weg vom Gold. Schaut, aber da vorne ist der ganze Bull geschaut, das ist alles, die ganzen 5 Fahrzeuge sind alle vorne beisammen, also wenn ich da rankomme, das würde ich vielleicht bei der nächsten Kurve schaffen, dann... Dann schaut es vielleicht noch gut aus. Wenn ich rankomme. So, zweite Runde. Dann ist das Race auch schon wieder vorbei, erbärmlicherweise. Aber zumindest bekommt ihr nachher Arbeit. So, 4, schau. Gold ist in Sicht. Aufpassen, das Auto nicht zusammenhauen. Dass es mir nicht zusammengehaut wird, vor allem, das ist das Hauptproblem. Selber zusammenhauen ist ja eigentlich gar nicht mehr die Thematik da. Es ist echt darum aufzupassen, ob ein anderer einem nicht das Auto zu Schrott fährt. Das ist jetzt, das hat jetzt ganz gut geklappt da. Im Goldbereich unterwegs, das ist fest, das freut mich. Immer mein Ziel bei den Races, Gold zu erreichen. Die Kurve ist schön erwischt wie er, glaube ich. Liegt wieder Hütchen herum, wir hatten es umgefahren. Also hat es mir irgendwelche Punkte oder irgendwas gegeben. Boah, war fast ein bisschen zu schnell, Gott sei Dank gerade noch angebremst das Ganze da. Oh, das haben wir verschätzt, ich hätte gedacht, das ist die andere Kurve, nämlich die Kurve. Die war wichtig, da einen Schwung mit rauszunehmen, genau. Schau, wie schnell fährt denn eine Wiese? Hallo, geh weg da, bleib draußen da. Was ist mit dir los? Krützenkopf. So, Platz 2. Das bringen wir jetzt ins Ziel. Das bringen wir jetzt ins Ziel. Das ist mein klarer Auftrag an mich selber, das ins Ziel zu bringen. Obwohl, schau, wie der von hinten auf einmal daherkommt, das ist eigentlich so eine dubiose Geschichte. Von nichts tauchen die dann auf einmal auf. So, aber jetzt haben wir es. Der Platz 2, den lassen wir nicht mehr nehmen. Jawohl, Rennen abgeschlossen und somit sollte auch die Meisterschaft fertig sein. Schauen wir mal. Mal gucken, wie das Auto ausschaut. Dürfte auch genug abbekommen haben. Ja, da vorne geht es halbwegs. Ah ja, schauen, ja, da linke Hand ein bisschen, aber mein Gott, nein. Da muss ich wieder ein bisschen polieren, ein bisschen ausklopfen, dängeln. Dann geht das schon wieder. So, Gold. Die ganzen Seitenscheiben sind hin, also vorne und hinten. Und die Seitenwand zertrümmert. Naja, da schaut ein bisschen, doch ein bisschen mehr verbeult aus. Naja. Soll es denn so sein? So, Sie haben Kandelbert geschlagen. Servus Kandel. Echt liebe Grüße. Um 235.000 Stellen nach oben gerutscht. Schön. Ich finde immer so toll, solche Aussagen. Bringen wir aber genau gar nichts. Ja, es müsste die nächste Meisterschaft kommen. Sprich, wenn es wahr ist, ein neues Fahrzeug. Aber lassen wir uns mal überraschen. Die Serie ist abgeschlossen.
Auf ihrer Reise durch geschichtsträchtige Feindschaften und neueste Technologie erwartet sie in jeder Liga neue Autos, Herausforderungen und Belohnungen. Bonusrennen. Fahren Sie weiter in Bonusveranstaltungen, die Sie auf neue Strecken führen. Welche neue Strecken? Hallo? Die 14 oder 13 Strecken habe ich schon 10.000 Mal gefahren. So. Also, Kompaktsportwagen, das haben wir noch hier vor der Hause. Hier sind jetzt neue Races verfügbar. Ja, alles in Gold geschafft. Die werde ich dann mal in aller Ruhe offline fahren. Oder vielleicht einmal, ja, ich kann es vielleicht gleich verraten, ich habe einen Fahrzeugwunsch bekommen und ich werde versuchen, ob ich den erfüllen kann. Und diesen Fahrzeugwunsch werde ich dann eben auf diesen Strecken dann absolvieren. So, aber jetzt einmal. Es geht zur frühe Hot Hatches. Also wir haben jetzt die moderne Allrad Hot Hatches gehabt. Allrad Hot Hatches. Ich bin einen Ford Focus mit Frontantrieb gefahren. Fragezeichen. Egal. So. Frühe Hot Hatches. Goldveranstaltungen. You can pretty much carbon date a chap, or for that matter the right kind of girl, by their hot hatch of choice. Like a first pin-up, a first LP. Look that up if you're under the age of 30. Or a first crush. Hot hatches are part of the fabric of us. Me, you, Clarkson, even May. Because it was okay to dream about hot hatches long before you were ever old enough to think about actually owning one. And it was okay to do that because we all might, if we worked hard at school, actually one day be able to afford one. So where are you going to start? Where hot hatches did with the VW Golf GTI, or its slightly chubbier but faster offspring, the Mark II GTI 16 valve. Then again, maybe Volkswagens aren't your thing. So there are Honda Civic Type Rs or a Renault Clio V6. But remember what I said, you can tell a lot about someone by the hot hatch that he or she craves. Es sagt viel aus, welchen ich wähle. Tja, es wird sehr viel aussagen, welchen ihr für mich wählt. So schaut es nämlich aus. So, also wir haben hier wieder, mal schauen, wie viel haben wir denn da zur Auswahl? Ja, das passt. Also ihr könnt wieder, es wird so machen wie beim letzten Mal, ihr könnt aus allen entscheiden, ausgenommen das DLC-Fahrzeug. DLCs werde ich mir bei Forza keine kaufen. Also, wir haben hier den Honda Civic Typ R vom 1997. Dann haben wir den Heckantrieb Renault Sport Clio V6 von 2003. Als weiteres empfohlenes Fahrzeug hier den frontbetriebenen Volkswagen Corrado VR6 1995. Dann gibt es hier Frontantrieb ebenfalls, der Honda Civic Typ R 2004. Von VW der Allrad Golf R32 aus 2003. Von VW, frontangetriebener Golf 2 GT 16V MK2 aus dem Jahre 1992. Und zu guter Letzt noch einen VW, einen Volkswagen, den Rabbit GT, Frontantrieb 1984. Also liebe Leute, bitte aus einem dieser Fahrzeuge wählt ihr aus. Der Link zur Abstimmung, den findet ihr bei den Videokommentaren bzw. bei der Videobeschreibung. Beziehungsweise natürlich auch auf meiner Facebook-Seite facebook.com/bitwalker.at. Würde mich freuen, wenn ihr euch fleißig beteiligt. Es liegt an euch, mit was ich dann die nächsten Rennen fahre. Freue mich auf jeden Fall über Kommentare, Feedback und eben über Abstimmung. Wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, hier bei der nächsten Meisterschaft. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.